Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 31. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen bezeichnen das als der Himmelskaiser, der bewegt sich gerade im Palast des Nordens in schwarzen Schildkröte. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, hat eine zunehmende Mondphase und nähert sich zu unserem Planet Erde. Um 2. Januar 2018 erreicht diese Position und steht im Sonne gegenüber und es wird auch Vollmond sein. Momentan befindet sich die Himmelskaiserin, so wie die chinesischen Astrologen das bezeichnen, im Palast des Westens, aber übergeht dann im Palast des Südens. Und wenn dieser Übergang stattfindet, Anfang des Jahres 2018, also am 1. Januar 2018, zieht sich erstmal zurück in die Mitte. Und das vermittelt uns auch eine Energie, dass wir zurückgezogen sein sollen oder etwas überlegen oder noch planen, abwarten oder einfach die Zuhause genießen, dieser Rückzug. Das ist nicht die heutige Energie, sondern damit beginnt das Jahr 2018. Das wird dann am 1. Januar sein. Aber zurück zu unserem heutigen Tag. Das ist die Bewegung des Mondes. Momentan ist eine zunehmende Mondphase und nach chinesischer Astrologie befindet sich noch im Palast des Westens, was die chinesischen Astrologen als weiße Tiger nennen. Mond bekommt einen Einfluss von Riegel. Dieser Sternriegel befindet sich im Sternbild Orion und es ist die Fuß der Orion. Der Orion ist der himmlische Jäger. In Ägyptischen heißt es der Fußstern. Für uns vermittelt die Botschaft, Schritte zu machen. Ein Schritt die Zeit voraus. Oder denken, nachdenken, was kommt dann, gerade jetzt im Jahresende nachdenklich sein, was wird unserem nächsten Schritt sein? Und das zum Überlegen und Planen. Mond bekommt noch anderen Einfluss, auch vom Bellatrix. Übersetzt heißt dieser Stern die Kriegerin. Das heißt, wir stehen dann vor einer Herausforderung und sollen wir uns auch beweisen. Capella hat auch einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung und dieser Stern befindet sich im Sternbild Fuhrmann. Das ist die Zügel. Das bedeutet nicht nur Schritte machen, uns beweisen, etwas planen, sondern die Zügel selbst in Hand nehmen. Pacht hat auch einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung, befindet sich im Sternbild Taube und bringt uns Glück und Optimismus. Also mit diesem Glück und mit diesem Optimismus sollen wir auch Jahr 2017 dann abschließen. Das sind die Einflüsse von anderen Sternen, die sind immer da, werden aber aktiviert, wenn ein Planet oder Sonne, Mond in diesem Bereich sich bewegt. Und heute ist das die Mondbewegung. Und die Mond vermittelt uns alle, es ist nicht nur die Tierkreiszeichen Zwillingen wirksam, wo sich gerade die Mond befindet, sondern Mond hat einen Einfluss auf uns alle. Und wie ist es in einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben tolle Ideen. Sie können diese Ideen verwirklichen. Sie stürzen auch in Arbeit. Was wichtig ist, auch die Ruhe bewahren, das Zuhause ist genauso wichtig. Also nicht nur die Arbeit
oder die Ideen zu verwirklichen, sondern auch die Familie ist auch wichtig. Die Zwillingsgeborenen sollen die Gespräch suchen zu jemand oder zuhören, was die anderen sagen, weil damit kommt etwas in Harmonie. Auf anderen zugehen, es handelt sich um Gesprächen. Die Zwillingsgeborenen sind ein bisschen unsicher, was die Chancenmöglichkeiten betrifft oder haben das Gefühl, ja, ich starte was Neues, ich bringe meine Ideen im Arbeit, im Tat, aber was kommt zurück? Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, aber wichtig ist, dass sie das Vertrauen, das zum Erfolg führt. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen wird in die nächste Zeit die beruflichen Situation wichtig. Natürlich kann das auch Liebe sein, wenn die Liebe im Arbeitsplatz ist. Aber das ist in erster Linie die Energie, wo sie sich, die Krebsgeborenen, sich verwirklichen. Sie möchten verbessern, etwas im Arbeit. Sie haben Mut, sie haben Kraft und sie haben auch Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas zu verändern. Die Krebsgeborenen bekommen gerade etwas gespiegelt und das sind die Emotionen, die Partnerschaft und die Liebe. Und was wird hier gespiegelt? Dass sie auf anderen zugehen, nicht nur warten, bis zu einer Begegnung kommt, nicht nur warten, bis zu einer Versöhnung kommt, nicht nur warten, bis die anderen Aufmerksamkeit schenkt und Gefühle zeigt, sonst ist es einseitig, sondern das sollen die Krebsgeborenen im Gleichgewicht, in Harmonie bringen. Auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen, Aufmerksamkeit schenken, so kommt das innere Gleichgewicht in die Liebe-Partnerschaft. Und die, wo alleine sind, da sind die Chancen, wenn sie einen Schritt auf anderen zugehen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die Leichtigkeit. Endlich können sie aufatmen. Sie können mit einem guten Gespräch rechnen oder eine gute Nachricht. Es werden Veränderungen geben. Das wird die Löwengeborenen auch begeistern. Es kann sein, dass bis 2. Januar hält sich das etwas noch zurück, aber dann kommt eine Vorwärtsbewegung, was auch die Löwengeborenen auch spüren. Karma spielt auch eine große Rolle. Das ist ein Prozess, wo sich die Löwengeborenen gerade befinden. Karmische Lernaufgaben, karmische Begegnungen, das spiegelt sich gerade im Bereich Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben das Gefühl, sie machen zu viel und kommt wenig entgegen. Oder erleben die Zeit momentan als unbeweglich. Kann auch sein, dass sie zu viel Stress haben und verlieren die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Sie wollen etwas in Ordnung bringen, zum Ende bringen. Und das ist auch gut so. Aber die Träume, die Sehnsüchte, die Fantasie oder die Meditation, nach innen zu schauen, ist auch sehr wichtig und das wird gespiegelt gerade für die Jungfraugeborenen. Dadurch bekommen die inneren Gleichgewicht, dadurch bekommen sie die Ruhe und auch neue Erkenntnisse. Wichtig ist auch bei Jungfraugeborenen, dass sie intuitiv handeln oder lassen sie sich von etwas inspirieren, von etwas träumen. Laden Sie die Träume in Ihrem Leben ein, weil das bringt Glück gerade für die Jungfraugeborenen. In die Liebe-Partnerschaft werden aber schöne Zeit erleben, weil das stabilisiert sich bei den Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen befinden sich in einer Veränderungsphase, in einer Wandlung. Eine Reise kann auch eine Bedeutung sein. Oder sie planen eine Reise oder haben ausländische Kontakte oder lernen sie gerade Fremdsprachen. Kann auch bedeuten, dass gerade wichtig ist bei den Wagengeborenen. Was noch wichtig ist, das Loslassen. Das bringt auch Heilung rein und ein Neuanfang und das bringt auch Glück. Und diese Leichtigkeit, das verspüren im heutigen Tag die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein Aufstieg. Sie haben die
Möglichkeiten und die Chancen. Sie können Ihren Träumen leben, Ihren Visionen. Sollen Sie intuitiv sein? Lassen Sie sich inspirieren. Die Neptun-Einfluss wirkt sehr vorteilhaft gerade bei die Skorpiongeborenen. Sie haben auch die Kraft und die Mut, diese Chancen auch wahrzunehmen, umsetzen in Realität. Aber sie sind unsicher und diese Unsicherheit sollen die Skorpiongeborenen überwinden. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten und lernen, über Gefühle zu sprechen. Wenn das um die Liebe geht, dann sagen sie das zu anderen. Wenn etwas sie stört, dann und das ist das Gefühl, was bedrückt, dann bitte das auch offen sagen, diesen Mut zu haben, auch mal Nein sagen oder alles, was nicht passt, auch in Sprache bringen. So finden sie die inneren Ruhe, gerade die Schützengeborenen. Eine berufliche Aufstieg, eine berufliche Verbesserung wird auch kommen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben zurzeit mehr Klarheit und sie werden die Wahrheit erfahren oder sie sagen die Wahrheit. Wichtiges Thema ist auch die Liebepartnerschaft. Und die Steinbockgeborenen haben Sehnsüchte und das sollen sie auch ernst nehmen, so kommt die Liebepartnerschaft in Form. Aber nicht aufopfern für die anderen, sondern das Selbst. Dieses Selbstbewusstsein, dieser Selbstausdruck ist genauso wichtig, das im Gleichgewicht halten. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen verspüren heute die Leichtigkeit, können endlich aufatmen. Sie fühlen sich zwar ein bisschen kraftlos oder müssen sie sich durchsetzen gerade, aber anderen Einflüsse helfen dabei, all das zu bewältigen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind unsicher heute. Aber wichtig ist die neue Chancenmöglichkeiten erkennen, weil daran liegt das Glück. Die Finanzen können sie gerade im Fluss bringen. Das kommt nicht durch die Arbeit oder Sparsamkeit, sondern das kommt zum Investition oder ein Gewinn. Es ist all das möglich, was finanziell befreit gerade die Fischengeborenen. Aber wichtig ist das Selbstwertgefühl auch, weil energetisch hängt das zusammen mit den Finanzen. So können sie all das im Fluss zu bringen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles wunderbar, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Sie spüren auch die Leichtigkeit, es sind Veränderungen und Umbrüche. Es kann passieren, dass dieser rückläufige Uranus bremst das noch bis 2. Januar 2018, aber dann dreht sich alles, kommt eine Vorwärtsbewegung, wo sie die Wiedergeborenen achten sollen, in welche Richtung orientieren sie, wo setzen sie ihren Kraft ein, weil wenn das zu viel ist, dann werden sie die Gleichgewicht verlieren und fühlen sie sich müde, erschöpft, kraftlos. Also Ziele setzen, konzentriert an diesen Zielen bleiben und nur auf eine Richtung die Energie lenken. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas ruhig, es gibt aber nur kleinere Bewegungen, eine Einladung oder ein Besuch, ein Ausflug. Was wichtig ist bei den Stiergeborenen, hier spiegelt auch etwas im Leben. Das kann eine männliche Person sein, wo hilft, also bitte auf diesen Mann zuzugehen. Dann kann auch die Bewegung sein. Das Sport machen oder etwas in Bewegung setzen und es nicht zurückhalten. Auch wenn das nur kleinere Veränderungen sind oder passiert das nur in vertrauter Umgebung und keine große Veränderung, keine große Reise, ist es trotzdem hilft, etwas in Ordnung zu bringen. Und diese Chancenmöglichkeiten sollen die Stiergeborenen bewusst wahrnehmen. Das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist es allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten berechnen. Und Sie können mich gerne fragen, unten befindet sich auch mein Kontaktdaten. Bei Fragen, was die Alltag betrifft,
bin ich für Sie auch da und dazu eignet sich auch sehr gut die Blitzberatung, ist auch sehr beliebt. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail, Sie beschreiben Ihre Lebenssituation und stellen Ihren Fragen. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes neues Jahr, viel Glück und viel Erfolg. Ein guter Rutsch 2017. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.